Willkommen bei mir, dem Thorsten, aka Toto beim Clan. Eigentlich sollte ich es nicht mehr sagen. Es gibt einen, der hat gesagt, Toto sagt das nicht immer. Aber ich glaube, bei den Besuchsfolgen hier kann ich das ruhig sagen, wo ich bin. Ich bin im Clan Flammwölfe. Habt ihr euch? Ich habe lange nach so einem, Foto gesucht, was ich irgendwo in mein Thumbnail einbauen kann. Denn so ein bisschen, ihr wisst das, ich bin überhaupt kein Clickbaiter. Ich bin es noch nicht. Ich will es auch nicht werden und deswegen muss das immer so ein bisschen, das Thumbnail muss auch immer ein bisschen zum Inhalt passen, finde ich. Also das ist eine faire Geschichte. Und deswegen habe ich irgendwo natürlich so einen Flammenwolf gesucht. Und während wir hier allerdings schon den Dalli-Knödel sehen, von 10 auf 10, das war hier übrigens ein 10er Clankrieg, den ich bei euch gespielt habe. Also auch hier unten, ich mache das immer unten so am Thumbnail, beziehungsweise ich blende das kurz mal hier unten ein für euch. Da unten, ja, da unten. Ich bei euch und Raute 2, also das ist mein zweiter Clan, den ich jetzt besuche. Leute, ich schaffe das alles nicht. Ja, ich finde das sehr, sehr löblich und nett, dass ihr mir immer schreibt, oh, Toto kommt zu uns, wir sind ganz toll und ich würde es alles machen. Ich würde das alles machen. Ihr müsst mir dann nur den ganzen Tag frei halten, ich muss nicht mehr arbeiten können. Und dann würde sowas auch letztendlich klappen. Dann kann ich das auch machen. Und aber sonst wird das alles nicht funktionieren, wie ihr euch das vorstellt. Ihr dürft euch das nicht vorstellen, dass ich jetzt mit allen meinen ganzen Accounts bei euch in die Clans komme, abdrehe wie so ein Irrer und das auch dann noch aufnehme, beziehungsweise ja aufnehme, vertone und so weiter. Das funktioniert leider nicht. Wobei ich das natürlich sehr, sehr gerne machen würde, aber wie gesagt, dann müsst ihr mir den Rücken frei halten. Ich nehme auf, ich brauche dann einen, der schneiden kann. Dem pumpe ich dann das ganze Gelumpe immer zu, also nicht das ganze Gelumpe, sondern die ganzen Files, die ich habe. Und dann kann der sich Gedanken machen, wie er das Ganze zusammenschnibbelt, nach meinen Vorstellungen. Nur so kannst du eigentlich sowas machen. Ich habe das ja so ein bisschen ins Leben gerufen, um halt von meinem Clash of Clans Alltag in euren Clash of Clans Alltag zu kommen. Und natürlich stelle ich immer kurz und knapp die Clans einmal vor, gar keine Frage, das gehört sich einfach so als Gast, so will ich das mal sagen. Und man hat ja dann erstmal zwei, wenn nicht sogar drei Tage auch dazwischen, den Kampftag bzw. Suchtag, Kampftag, dann zwei Tage. Also das dauert auch. Und ich mache das ja nicht mit allen Accounts, ich mache das eigentlich so ein bisschen, wie mir frei die Schnauze steht, aber mit Avatar mache ich das natürlich, glaube ich, jetzt schon ganz, ganz exzessiv. Das heißt also, der war jetzt schon länger nicht mehr in seinem Stammclan, weil er auch gar keinen hat. Und ja, der hat tatsächlich keinen Stammclan. Also ich habe hier mit Avatar keinen Stammclan, wo ich sagen kann, ich spiele hier immer ein paar CKs in den Clan, bin da eigentlich, gehöre zum Stamm und gehe ab und zu mal weg. Deswegen bleibt er einfach so ein bisschen vagabundenmäßig hier angebunden. Und schön gemacht hier, der Drachenstein, muss ich mal so sagen. Aber die Base war jetzt auch noch nicht, ich sage es auch ganz oft, noch nicht ganz so stark. Und ich kann auch nicht immer alle Angriffe zeigen. Ich meine, in so einem kleinen CK, wie dieser es war, also auch, als ich in diesen Clan reinkam, ich habe den ja jetzt nicht mehr ausgewählt. Ihr habt das ja in dem einen Video gesehen, da habe ich ja noch diesen Generator benutzt, aber das kann ich natürlich nicht jedes Mal machen. Deswegen habe ich dann einfach, ich habe einfach geguckt, wer war der Nächste in der Liste und habe mich dann dort kurz einmal beworben. Das heißt also, ich habe dann bin in den Clan gegangen, beziehungsweise habe mich vorgestellt und die mich dann genommen haben, haben mich halt genommen. So, ich kann es ja gar nicht anders machen. Ich kann jetzt nicht 3 Tage warten, bis mal in irgendeinem Clan einer online ist und dann noch überlegt, nehme ich den jetzt an, der Avatar sieht ja gar nicht mal so gut aus, 35er King, das ist ja, ist ja unter aller Sau. Und deswegen nehme ich das dann abends vor allen Dingen, ich mache das tagsüber natürlich nicht, kann ich in der Regel auch nicht, und deswegen mache ich das Ganze abends und da ist natürlich in einigen Clans dann nichts mehr los. Da ist dann keiner. Ich kann es aber nicht anders reißen. Ich kann es nicht tagsüber irgendwo machen. Und deswegen habe ich mich dann einfach in 2, 3 Clans beworben, so nach dem Motto. Und irgendeiner hat mich dann angenommen. Das war in diesem Fall, waren das die Flammenwölfe. Und schönes Ding hier, schöner Rathaus 9 auf Rathaus 9 Angriff. Tesla Farm ums Rathaus. Kann man mal machen. Wenn man nicht das Rathaus dann zuerst hat, sondern so wie hier fast zuletzt hat. Schön gemacht hier mit den Hexen und auch mit der Queen. Er war jetzt ein bisschen verteilt, der Angriff. Aber ist er nochmal gut gegangen. Denn es wären 3 Sterne vom Lil Zatorro. Er hat sich umbenannt in,
in der Zeit, wo ich hier war, also in den 2 Tagen beziehungsweise in 3 Tagen, wenn ihr das Video übrigens seht, bin ich schon wieder raus aus diesem Clan hier, denn der Clan braucht meinen Platz, beziehungsweise braucht diesen 50. Platz hier, den ich im Moment gerade belege. Und auch da war ich zu Anfang so ein bisschen, ich kann es ja ruhig sagen, ich bin auch nur ein Mensch, so ein bisschen enttäuscht, denn dieser Club hier ist ein 50er-Clan, ein 50er-Clan, und dann spielen die ganze Zeit 5er-Clan-Kriege. Und ich habe mir ja einen Tag vorher den Clan-Krieg angeschaut, weil er noch lief, und ich hätte fast gesagt, der 5er-Clan-Krieg war nach einer Stunde fertig. Und dann wartet man natürlich 23 Stunden auf den nächsten Krieg. So, der Typ mit dem 35er-King hat sich diese Base hier rausgesucht gehabt, beziehungsweise hat er auch sehr, sehr, entschuldigt, hat auch sehr, sehr lange gewartet mit seinem Angriff. Ich gucke halt immer ein paar Stunden länger über diese Bases rüber. Ich hab da dann keine Hetze. Ich meine, so ein Clan-Krieg geht 24 Stunden und irgendwo kriege ich immer meine Angriffe in der Regel dazwischen. Und dann dauert es manchmal halt auch ein bisschen länger und dann muss ich natürlich nehmen, was ich kriegen kann. Ich habe mir hier in diesem Fall die Nummer 6 geschnappt. Karre vorweg, einen Golem mit dabei gehabt. In der Karre hatte ich, auch, entschuldigt, immer noch meinen Popschutz. Das könnte auch schon nicht mehr ab. Oder ihr seid schon so gewohnt von mir. In der Karre hatte ich Valkyren drin und allerdings spielten mir natürlich so ein bisschen die Inferno-Türme zu, gerade für meinen Killsquad, dass ich dort solche Truppen drin hatte. Jetzt mit den Hogs musste ich jetzt als erstes oder relativ schnell den Inferno hier wegschaffen, denn der brät ja mittlerweile 10 Felder, das ist ganz schön weit, und dann brät er ganz schön lange auf die Hogs hier rum. Aber ich glaube, jetzt mit den Heilkreisen, meine Queen ist hier unten noch so ein bisschen. Hab noch so ein paar Bogenschützen, die so gerade noch so ein bisschen helfen, hier in der Mitte den X-Bogen wegzumachen. Das war so ein bisschen meine Sorge. Und auch die letzten Bomben waren so ein bisschen, oh, jetzt habe ich keinen Heilzauber mehr. Und habe natürlich noch 1, 2, 3, 4 defensive Gebäude zu machen. Aber die haben sich alle so ein bisschen so auf 1, 2 Hogs konzentriert. Und dann am Ende die letzte Verteidigung glücklicherweise geschafft. War ich auch ein bisschen froh, dass ich hier auch ein bisschen dazu beitragen konnte, zu dem Clankrieg. So viel sei erstmal gesagt, ich konnte etwas dazu beitragen, nämlich ein 3-Sterne-Angriff. Eigentlich habe ich auch hier wieder einen kleinen Fehler gemacht. Das seht ihr jetzt. Ich will euch das nur mal kurz erklären. Ich hab diesen Angriff ja mit Boden gemacht und komme dann mit Lufttruppen, also mit dem Babydrachen, noch zum Cleanup dazu. Das ist eigentlich nicht gut. Man sollte, finde ich, immer Cleanup-Truppen zu den Truppen nehmen, mit denen man angegriffen hat. Hintergrund ist, dass natürlich so ein Babydrache hier ruckzuck mal in so eine Luftmine fliegt und sofort weg ist. Und dann ist es das mit meinem Cleanup gewesen. Aber ihr habt gesehen, der hat es glücklicherweise überlegt. Aber da musst du auch mal immer so ein bisschen überlegen, mit was greife ich eigentlich an, mit was nehme ich als Cleanup mit. Denn ich habe es jetzt schon öfter mal gesehen, dass die Leute, ich nenne es mal als Beispiel, mit Boden angegriffen haben und haben dann genau diese Luft-Cleanups gehabt. Und zack, zack, 2 suchende Luftminen, dann war es das mit den Lakis oder auch mit so einem Babydrachen. Da hast du kein Cleanup mehr oder du hast zu wenig und die läuft die Zeit davon. Die Zeit lief auch gegen den heftigen, wie heißt er, Burrito. Gegen den heftigen Burrito. Und der allerdings hier, ja, ich meine, Leute, was ist das für eine Base? Was ist das für eine Base? Wer denkt sich das als Verteidiger auf, hier so eine CK-Base aufzustellen? Das ist ja eher so eine Null-Bock-Base. Ich habe einfach keine Lust, mir eine ordentliche Base zu bauen und baue einfach irgendetwas. Er hat ein schönes Killsquad genommen. Ihr seht das aber auch, 60er Queen hier. Und hier sehen wir das jetzt, der E-Drache. Der nervt überhaupt nicht. Der macht ja nur so einen Pickel, so einen Pick-Pick-Pick-Pick-Schaden, also so einen kleinen Blitz auf die Max-Queen. Und er selber kommt jetzt aber auch mit den Elektrodrachen hier rein. Und ich meine, das ist für die Elektrodrachen hier ein Fest. So eng stehende Gebäude, da ist ja wirklich kein Feld dazwischen frei. Und die können hier ja so abwerfen bzw. abblitzen, wie sie wollen. Schön hier die bzw. den Adler und den einen Inferno gefreezed. Hier jetzt erst den Warden gezündet. Perfekt über dem Rathaus. Ich meine, das war auch ein kleines Rathaus. Das geht nicht nochmal zusätzlich hoch. Aber so eine Base ist natürlich ultra einfach. Keine Frage, hat der heftige Burrito gut gesehen, hat die Wahl der Truppen gut genutzt, hat er super gemacht. Und deswegen sind das hier auch super, super verdient. 3 Sterne gewesen. Ich meine, so einer Base hier,
Der kann es nur heimzahlen. Der kann es einfach nur heimzahlen, dass er sowas aufgestellt hat, finde ich zumindest. Und da hat er gut gemacht, alle Truppen toll genutzt. Also volle Pulle hier rein in das Dorf. Und Dreier Elektrodrachen sind ja auch schon nett. Unsere Nummer 1 hieß in diesem Fall Paul und musste ein Rathaus, ja, auch schon gegen ein Rathaus 5 kämpfen. Ihr seht das übrigens immer für die, die es noch nicht gewusst haben. Ich gehe mal ganz, ganz nah rein. Hier ist eine römische 5 an der Rathausseite. Also man muss nicht draufklicken, um zu erkennen, im Friedensfalle, dass es ein 5er Rathaus ist oder schon ganz ausgebaut ist mit 5 Sternen, sondern es steht in einer römischen Zahl an der Seite dran. Und hier ist das eine Kombination auch mit auch so ein. Das ist so ein bisschen Hybridangriff, ne? Das ist so ein bisschen mit den Elektrodrachen, die so einfach von hinten sich immer mal wieder so ein paar Gebäude rauspicken. Nochmal ein paar Bowler im Backhand. Ich gehe doch mal ein bisschen für euch näher rein. Das war jetzt nerviges Gescrolle. Und war so ein bisschen Hybrid. Fand ich sehr, sehr schick. Habe ich mir weggepinnt. Muss ich sagen, so als Unterstützung die Drachen aus der Luft mitgenommen. Denn vieles stand hier hinten. Als Luftabwehr, das seht ihr jetzt gerade noch so in den Endzügen, auch da war die Wahl sehr gut, hier hinten mit einer Päckerdame, die sicherlich jetzt hier diese kleine Ecke noch, na, schafft ihr das noch zu erkennen? Oh, das sind zwei, sehe ich gerade. Ja, das sind zwei, super, super gesehen auch, Infernos immer mal wieder auswerten, sind es Singles, sind es Multis, bei Multis, Päcker, beste Truppe, wo gibt, und aber hier außen, wieder die Masse, jetzt unterstützt aus der Luft, das sieht echt cool aus. Mit dem Elektrodrachen, der aber nicht mehr viel ausrichten kann, denn alle anderen Truppen machen vor ihm immer die ganze Zeit jetzt alles weg. Und der schleppt sich nur noch so ein bisschen dahinter. Hatte aber, glaube ich, ganz gut gemacht. Oh, ich glaube, jetzt kann der Elektrodrachen doch nochmal ein bisschen punkten. Allerdings kriegt er jetzt auch Beschuss von der Luftabwehr. Da kommt noch eine Luftmine. Aber das sind keine Max-Out-Luftminen, glaube ich, gewesen. Da hat der Verteidiger hier auch noch nicht alles auf der vollen Ausbaustufe. Jetzt hier in der Mitte noch das Lager mit einem Blitz. Und dann waren es das hier 3 Sterne. Super gemacht, fand ich. Und das war jetzt 1-2. Und ich zeige euch natürlich auch den Angriff auf die 1. Denn die hat auch die Nummer 2 gemacht. Also wieder der heftiger Burrito. Heftiger Burrito. Und wie ist er hier vorgegangen? Auch ein Max-Out-Rathaus, also ein 12-5 kann man es, glaube ich, immer nennen. Und was hat er hier gemacht? Wo ist er eigentlich angefangen? Ach, da, so. Ich habe mich gerade schon gewundert, die Zeit läuft und ich sehe noch nichts. Aber es sieht gut aus hier mit gefunnelt, mit Babydrachen. Sehr, sehr schön. Denn die haben kräftig Heal-Points und können schon mal so ein bisschen was reißen. Okay, jetzt reißen natürlich nichts mehr, weil die ersten Luftabwehren hier schießen. Da wir es gewusst haben, dass der Gegner grundsätzlich hier so einen Elektrodrachen in der Clanburg hat, hat man das natürlich ganz gut ausgenutzt und hat hier dementsprechend die Queen und die Karre mit in die Mitte reingeschickt. Hier wird jetzt der Elektrodrachen einfach mal weggefriest. Auch das immer wieder gern genommen, eine gefrieste Clanburg vom Gegner. Perfekte Wardenzündung, habt ihr gerade gesehen, also besser geht's nicht. So, und da habe ich mal wieder F9 gedruckt. F9 ist bei mir Aufnahme anhalten, wollte ich gar nicht machen. Entschuldigt bitte, dass da gerade so ein kleiner Cut drin war, so ein Mini-Cut. Vielleicht habt ihr das noch nicht gemerkt. Und hat er super gemacht, auch die Base hier sehr, sehr eng stehend, also die da oben sind, auch als Rathaus 11er. Wird das immer beliebter mit den Elektrodrachen, wenn du auf solche engmaschigen Bases hier triffst, also die wirklich super, super eng sind und wo die Elektrodrachen ihr volles Potenzial, so muss man es ja sagen, entfalten können. Denn nur in solchen Bases hier sind die Elektrodrachen gut. In allen anderen Bases, wo du immer 2 oder 3 Felder teilweise dazwischen hast, wird das schon ein bisschen schwieriger mit den Elektrodrachen. Und schönes Ding hier, da dieser Angriff hier jetzt schon ausläuft, bedanke ich mich auf jeden Fall bei dem Clan Flammwölfe. Hat mich gefreut hier, auch wenn ich ja nicht ganz so super oft da bin oder online sein kann teilweise auch. Ich hoffe, das ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Ich komme immer mal wieder zu so einem kleinen Smalltalk. Und es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich hier war. Ich hoffe, ihr spielt. Ihr seid animiert worden, etwas größere Clankriege zu spielen, als immer nur diese 5er. Große Clankriege, ihr werdet das sehen, kleine Clankriege, kleiner Spaß, große Clankriege, großer Spaß. Und
ich das hier Pech oder was? Nenne ich das hier Pech? Ich nenne es mal Pech aus der Folge von gestern. Das ist Leid. Das ist Leid. Ne? Ihr seht das hier. Fast geschafft mit dem letzten Elektrodrachen. Also super gemacht hier. Geiler Angriff. Super, super knapp. Und auch das hat mich gefreut. Wir haben gewonnen. 28. Wir haben gewonnen. 28-20. Und den blöden Avatar haben sie hier nur auf 3 gebracht. Hat mich ein bisschen gewurmt, aber es war auch ein Rathaus Wölver. Die dürfen das bei mir machen. Und also nochmal vielen lieben Dank hier an den kleinen Flammenwölfe. Grüße gehen nochmal an euch raus. Wenn ihr die Folge seht, bin ich eh schon wieder woanders. Lasst euch also überraschen, wo ich lande, welche Geschichten ich zu erzählen habe von euch mit mir. Bis dahin. Ne, das habe ich jetzt schon 1000 Mal gemacht. Euer Toto. Clash.